Hallöchen. Was könnte man machen? Ich habe Lust auf was Bronziges, aber zuallererst benutzen wir den Illuminating Primer. War mir doch glatt der Name entfallen. Gut, dass ich mal noch weiß. Hi, mein Name ist Ramona und ich freue mich total, dass du mein Video bist. So, ich schimmer wie verrückt und werde mir jetzt erstmal die Augen-Make-up-Grundierung noch drauf machen. Das war ein bisschen viel, was ich da gerade auf dem Finger hatte, aber du kannst das super, da wo die Nase, wo die Brille auf der Nase sitzt, wenn du eine trägst. Du kannst es an den Nasenflügeln, wenn du ein bisschen verrotzt bist, und auch auf die Lippen machen. Da musst du nichts verschwenden von dem ganzen Zeug. So, dann BB-Cream, da benutze ich im Moment die Farbe Light. Die hat eine super schöne, dezente Abdeckung, hat einen Lichtschutzfaktor drin und geht easy peasy aufzutragen und ihn zu doppeln und zu verblenden. Ne? Überall muss sie hin. So, dann den hellsten Ton der BB Cream. Nein, gar nicht. Fairlight, der zweithellste Ton. Den setze ich mir so ein bisschen gegen die Augenschatten unter meine Äuglein. Nur so ein bisschen für die Freshness. So, jetzt sucht sie wieder was. Ah, Augenbrauen. Während das Ganze ein bisschen einwirkt, mache ich mir die Augenbrauen. Ich gehe mit dem Bürstchen direkt in das Puder und bürste dann quasi einmal alles nach oben, verteile so das Puder drauf, lege dann hinten noch ein bisschen die Härchen an und dann ist das schon fertig. So, Fotoshoot, genau, ist klar. Jetzt war mir gerade was eingefallen und dann habe ich es aber doch wieder vergessen. So, wir nehmen 4-in-1 Palettchen und 4-in-1 Pinsel, weil ich einfach Multitools liebe und da brauchst du keinen Fahrplan für. Du kannst dich quer durch dieses Palettchen, den Pinsel von oben nach unten verwenden. Und da kann gar nichts schief gehen. Ne? Also nicht nur als Lidschatten, sondern wie du siehst, setze ich den auch ein bisschen als Bronzer ein. Oben am Haaransatz, dann der hohe Wangenknochen oder ein bisschen unterhalb vom hohen Wangenknochen, Nasenspitze. So, und dann geht schon wieder los mit der gleichen Farbe. Also der matte Ton, der in dem Palettchen drin ist, den setze ich mir erstmal in einem, nicht ganz so perfekten Dreieck hinten hin, aber das ist auch nicht schlimm, dass das noch nicht perfekt ist, weil der Weg ist das Ziel, gell? Immer nicht so darin stressen. Es muss nicht immer alles beim ersten Pinselstrich wundervoll sein. So mit dem zweiten, dritten Pinsel aus dem Palettchen, ach Quatsch, aus dem 4-in-1 Pinsel, habe ich mir gerade einen Eyeliner, also eine Wimpernkranzverdichtung gezogen. Jetzt nehmen wir den dicken Wuscheligen und den Schimmerische aus diesem Döschen, den dritten von oben und jetzt den ersten von oben, den nehme ich als Highlighter, so ein richtig schöner Kupfer-Bronzeton und dann setze ich mir noch ein bisschen was von dem Matten in meine Lidfalte, um da einfach ein bisschen mehr Tiefe zu kreieren. Das Ganze verblende ich dann natürlich noch, ohne rum, auch noch mal ein bisschen, gell? So. Alles ein bisschen verblendet. Jetzt nochmal von dem Highlighter, den ich eben auch im Innenwinkel vom Auge und unterhalb der Augenbraue benutzt habe, auf die bekannten Stellen. Und jetzt fällt mir ein, wolltest du noch einen Lip Liner drunter setzen? So, und der trägt den Namen Persistent. Das ist ein super schönes Braun, ganz warmes Braun und passt, wie ich finde, hervorragend zu dem Lippenbalsam aus der 4-in-1 Pocket Palette. Oder was meinst du? Oh, den Applikator, den feiere ich ehrlich gesagt auch extrem, ne? Der in dem Pinsel ganz unten drin ist, weil man den so super wieder sauber machen kann. So, einmal quadrieren, einmal die Quadra auf den Wimpern umdrehen, also erst das Wuschelige, dann das gebogene Bürstenteil für den absoluten Wimpernaufschlag. So, ich habe mich angeschmiert. Trocknen lassen und dann mit so einem Bürstchen einfach wegfegen. Wegradieren. Prime und Setting Spray hin und drauf. Fertig ist die Laube. Ich hoffe, es gefällt dir. Lass mir ein Herz.